wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Helger. Und ich denke, er hat heute auch wieder den Stereo Trader dabei. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie live dabei sind. Mein Name ist Nelson Casoso Neto und ich begrüße Sie wie immer sehr herzlich im Namen von FX Flat. Ja, bevor ich an den Dirk übergebe, wie immer kurz den Risikohinweis, denn auch dieser Termin gilt nur oder diese Veranstaltung gilt nur zu Informationszwecken und zu Schulungszwecken. Unabhängig von Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Webinar nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn der Dirk vielleicht den einen oder anderen Trade heute macht. Das ist sehr wichtig. Gut, dann lieber Dirk, überlasse ich sehr gerne hier die Bühne dir und sehen wir heute den Turnaround Tuesday. Den Rumturn-Dienstag meinst du, den sehen wir bestimmt. Er turnt ja schon ganz fleißig. So, erstmal gucken, ob es hier klappt mit dem Bildschirm. Ja, ne? Sieht gut aus. Mhm. So, dann sage ich an der Stelle, muss ich erstmal einen Knopf hier finden, an der Stelle auch erstmal einen wunderschönen guten Morgen aus dem nicht sonnigen Kalifornien. Hier heute zum Live-Trading. Ah, ich habe jetzt nur, sehe ich gerade, vergessen, jetzt habe ich wieder ein bisschen Angst, wenn ich hier drauf drücke, die Fragen aufzumachen, weil das könnte jetzt wieder irgendwo landen. Ich mache es einfach mal. Das ist ja bei GoToWebinar immer so ein bisschen spannend. Ja, war klar, ne? Es muss genau dahin. Es muss genau dahin und da kriege ich es auch nicht mehr raus. So. Das ist immer, die Logik werde ich nie verstehen. So, das war dann ein Data Breach. Und gleich mit der ersten Tasse Kaffee. Das passt doch. Nee, aber ich weiß nicht, ne? Das ploppt mal da auf, also wie es gerade irgendwie Lust hat, obwohl ich das im ganz anderen Fenster starte. Wenn du willst, kannst du es natürlich rausschneiden. Aber halt die Frage, ob das jetzt die Frage ist. Nee, normalerweise zeigt GoToWebinar die Fragen nicht. Aber im Zweifel immer Bildschirm 2. Ja, aber ne, normalerweise mache ich es ja vorher auf, deswegen, und dann passiert es ja eigentlich nicht. Aber ich habe es jetzt irgendwie tatsächlich gerade kurz vergessen. So, muss mal kurz einen Schluck trinken. So, also nochmal, hallo, herzlich willkommen. Ich habe nur vorhin festgestellt, als ich mir das Bild so angeguckt habe, wir sind irgendwie eine Stunde zu spät an. Heute, wir hätten eigentlich um 7.45 Uhr starten müssen, weil wenn man sich die Märkte mal anguckt, was da heute schon passiert ist, das ist natürlich schon recht spannend und heftig, gerade für die Uhrzeit, dass es da halt schon so abgegangen ist. Aber ich gehe direkt auch rüber aufs Bild, will auch gar nicht hier lange rumplänkeln und sehe auch schon, sind auch einige hier. Und wie immer könnt ihr gerne euren Input geben und irgendwie Fragen stellen und alles, was euch sonst noch einfällt, auch wenn ihr anderer Meinung seid als ich, gerne mal einwerfen. Der Klassiker ist doch schon dabei. Ja, der ist schon, den habe ich schon gesehen. Ich glaube, das gleiche Hemd wie das letzte Mal, könnte sogar sein. Es ist ja so, ne, so die Webinar-Collection in meinem Schrank ganz rechts. Gut, okay. So, ich gehe mal rüber aufs Bild. Und dann, ich bin heute, drücke hier irgendwie Klick in der Gegend rum und wundere mich, dass nichts kommt. Das war noch nie so. So, also, wir fangen tatsächlich an mal mit dem DAX, den ich ja gerade mal wieder so ein bisschen geächtet habe die ganze Zeit. Aber ich habe ja auch gesagt, seit der mit den 40 Werten läuft, scheint er irgendwie sauberer zu laufen als vorher. Und das tut er halt auch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Zone im Webinar hatte oder ob das in einem Trade war, den ich beschrieben habe. Also das hier ist der Stundenchart. Das ist eigentlich relativ nett, was der da gemacht hat. Aber wie gesagt, wir sind halt auch so ein bisschen jetzt eine Stunde zu spät. Heißt aber jetzt nicht, dass da jetzt halt noch nicht was nachkommt. Und das muss man sich jetzt halt mal angucken. Also hier Trendgrenze long war deswegen, weil es war halt hier so an der Stelle, ich kann es mal hier versuchen, so ein bisschen noch zu bauen. Gut, ist jetzt mit der falschen Farbe. Moment, ich versuche das mal, damit man es versteht. Und weshalb das eigentlich auch gerade um 8 Uhr eigentlich brutal einfach war, da einen Trade zu setzen.
Ich habe es aber selber auch nicht gemacht, weil ich ja irgendwie hier, ne, mit meiner Hemdenkollektion und so weiter beschäftigt war. Aber dann nur, damit man es halt mal versteht, warum, weshalb, wieso, das hier unten eigentlich total einfach war. Also wir haben halt hier die ganze Zeit ja einen Auftrend gehabt, der mich so ein bisschen genervt hat, weil es über den Peak jetzt hier reinbringen muss. Ich mach's mal ein bisschen rudimentär hier. Auf jeden Fall sieht man hier unten, ne, da hat er relativ genau die ganze Zeit, also einmal hier, also woher das Ganze kam. Wir hatten ja hier einen Widerstand an der Stelle. Ich hoffe, man kann sehen, wovon ich rede. Also hier ein Widerstand, die ganze Zeit sieht man ja. Widerstand, 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 Widerstand. So, und dann hat er sich da aufgemacht, halt da drüber zu springen. Und an der Stelle hatte ich das schon hier eingezeichnet, weil das genauso gut natürlich hätte halt ein Fake sein können und dann halt hier wieder runter. Dann kam das halt her. Dann sieht man aber hier kein neues Hoch, genau drauf. Dann nochmal drüber, auch nochmal kein neues Hoch. Immer schön sauber drüber gehalten. Und deswegen hat er natürlich auch so ein bisschen Relevanz bekommen. Und dann hat er sich hier halt motiviert aufgemacht Richtung Norden, hat dann oben hier irgendwann eine Umkehr und dann halt hingelegt, ne, mit dem Bruch von dem Tief, dann halt spätestens, eigentlich würde ich mal behaupten, schon mit dem Bruch von dem hier, wobei das hier ist nur ein Spike, ist kein Schlusskurs. So, dann aber hier durch diese Grenze sauber durchgelaufen, Shorttrend etabliert eigentlich, das müsste ja dann irgendwie gestern gewesen sein. Und dann sieht man halt auch, wenn man jetzt hier zum Beispiel mal eine Linie einzeichnet, beziehungsweise halt hier mal sowas, ne? Da war ein Widerstand, irgendwo so in dem Bereich. Und dann sieht man hier schon relativ genau, was da passiert ist. Er ist halt einfach nur nochmal hier reingelaufen, hat zurückgesetzt, korrigiert, damit den Shorttrend etabliert und ist dann natürlich durch dieses Tief an der Stelle durchgerutscht und damit dann halt auch hier sauber durch die lange verteidigte Trendgrenze long. Also die hieß zwischendurch auch mal anders. Da hieße halt potenzieller Trendbruch. Und da ist natürlich jetzt sauber durch. Das heißt, wir haben hier einmal, sieht man ja, einen Schlusskurs gehabt. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ich hoffe, das groß genug ist. Einmal ein Schlusskurs hier drunter, genau unter der Zone. Was macht er? Läuft nur einmal kurz dran zurück und dann eben um 8 Uhr, bäm. Ne? So, von daher war das halt relativ einfacher Trade und der sich ja halt aus dem jungen Short-Trend ja dann einfach auch ergibt. Ne? Weil der Short-Trend hat sich eigentlich hier etabliert, erst an der Stelle und hier nur so ein bisschen, klar hält das dann mal, aber es gibt ja keinen Grund, warum der Trend direkt wieder kaputt gehen soll und spätestens hier mit Erreichen von der Stelle war es dann halt klar, dass das dann halt auch runtergeht. Aber wie gesagt, war jetzt leider schon um 8 Uhr. Von daher, 9 Uhr ist jetzt natürlich nochmal eine andere Nummer, aber heißt aber auf der anderen Seite auch, das sollte nicht long drehen. Also auch wenn heute irgendwie Turnaround Tuesday ist, fällt mir da jetzt noch, ich meine, möglich ist alles, aber so wirklicher Grund fällt mir da noch nicht ein, zumal der Dow ja halt hier für meine Begriffe auch noch mitspielt. Und ich rechne also eher damit, dass wir jetzt hier einen heftigen Rücklauf jetzt erstmal kriegen. Da muss man gucken, bis wohin. Aber ich würde mal sagen, gegen den jungen Trend, den wir jetzt halt hier haben, ja, sollte man sich jetzt erstmal, glaube ich, nicht stellen, sondern eher gucken, dass man halt irgendwo Short findet, weil das wahrscheinlich relativ oder vergleichsweise einfacher funktionieren wird, als jetzt hier irgendwie drauf zu bauen, dass die ganze Geschichte halt wieder nach Norden läuft. Wie gesagt, möglich ist alles, aber einen Trend kaputt zu machen, ist halt dann meistens doch ein bisschen schwieriger als Trend beizuhalten. Ne? Hier sieht man jetzt auch, also hat auch da unten jetzt aufgesetzt, da war halt mal so eine grüne Linie, die habe ich gerade vergessen hier rüber zu ziehen, die Zone, ne? Das ist aber halt letzten Endes einfach nur hier dieses Cluster, was wir haben, an der Stelle mehr nicht. Ne? Das ging zwar irgendwie, so wie das aussieht, einen Tag hier drin hin und her und das war dann halt auch in der üblichen Betrachtung dann auch wieder hier an der Stelle ein Widerstand. Ne? Erstmal, der ist gekauft worden und den hat er jetzt mal kurz bestätigt. So, mehr ist noch nicht passiert. Die Reaktion ist dann halt natürlich auch okay an der Stelle. Heißt aber, das sagt aber noch nichts drüber aus, wie die ganze Geschichte weitergehen wird. So, dann schreibt hier gerade der Bernhard, danke für Dauli 460. Gucken, was da los war. Also auch sauber in die Zone, weil da hatte ich ja im Blog geschrieben. Gestern hatte ich ja gemeint, irgendwie der Montag. Der wird nicht so einfach mal gekauft werden. Da glaube ich nicht dran, fresse ich einen Besen oder ich weiß nicht mehr, wie ich es geschrieben habe. Und so war es dann halt auch. Also er hat zwar erst auf den letzten Drücker wieder
die Short-Richtung aufgenommen, aber er hat sie aufgenommen. Und zwar genau hier, punktgenau ab der 930. Ich hatte zuerst diese Zone hier drin in Rot gestern auch schon, die hat nicht gereicht. Und als nächstes dann halt eben genau die 930. Und die hat dann halt den ganzen Tag wieder quasi nach unten befördert. Innerhalb von einer Stunde, wie man ja hier auch sieht. Ne? Das war eine Stunde, ging die ganze Geschichte hier runter. Entschuldigung. Und dann hatte ich, meinte ich ja im Blog noch, so, das geht vielleicht auch, also kann natürlich sein, weil wir kein neues Tief hatten gestern. Ne? Das war also hier, war dieses Tief nach Kasser Schluss. Da habe ich aber auch dazu geschrieben, man sollte das nicht überbewerten, weil um 22 Uhr macht keiner mehr ein großes Fass auf. Ne? Das heißt also, hier wurden dann halt eben nur ein paar Sachen glattgestellt, gibt es ein bisschen Rücklauf und das war es dann. Und ich dachte eigentlich, er läuft bis hier oben hin an die 721. Das wäre dann auch über Nacht der SMA 20 dann auch gewesen. Aber er ist halt hier nur bis zur 682 gelaufen, das ist diese gestrichelte hier und dann halt direkt jetzt hier die Attacke auf die Unterseite. Und das war, was der Bernhard gerade gemeint hat, die 460. Dass wir hier reagieren, ist genauso plausibel wie im DAX. Und deswegen ist die Zone ja halt auch grün. Grün heißt aber jetzt auch nicht, dass ab da der ganze Markt dann dreht. Grün heißt nur, hier wird es Gegenwehr geben, weil das halt erstmal ein Support ist. Und das heißt nicht, dass der nicht auch verkauft werden kann. Ne? Das ist vielleicht auch mal ganz wichtig zu sagen. Also in der Regel kann man dann halt schon von sowas davon ausgehen, dass es erstmal hält. Aber wie lange ist die andere Frage? Weil was wir hier auf jeden Fall sehen jetzt an der Stelle ist, das ist das letzte Low, also vom Freitag, wo es ja dann auch ordentlich runterging, wo ich halt auch gesagt habe, klare Long-Warnung, wenn das Ding runterkommt, der kommt nicht mehr zurück. Mal ebenso hat er dann gestern noch ein bisschen gemacht, aber dann sind wir hier jetzt erstmal unter das Low drunter. Ne? Das heißt, damit wird sich der Markt jetzt wohl auch mal befassen, also mit dem Low vom Freitag. Und warum das jetzt halten soll, weiß ich noch nicht. Gut, hier wie gesagt Support, aber erstmal geht es jetzt darum, das Ding hier wegzubügeln und dann natürlich halt den Trend, den Short-Trend fortzusetzen. Ne? So, das wäre halt mal so meine Betrachtung jetzt im Stundenchart. Und da muss man jetzt, wie gesagt, einfach gucken, wie man da halt reinkommt, aber tendenziell dagegen halten, also gegen die Aufwärtsbewegung dagegen halten. Und das sollte eigentlich leichter machbar sein als alles andere. So, im DAX, der hat jetzt halt hier die Hälfte rund korrigiert. Ich weiß, es ist hier ein bisschen klein, ich gehe aber auch gleich rüber aufs andere Bild. Die Hälfte rund korrigiert. Und ist dann jetzt die Frage, wen schnappt man sich denn jetzt hier? Wer ist denn da halt gleich besser zu greifen? Ich würde jetzt wirklich erstmal kurz die ersten paar Minuten mal abwarten und vielleicht nicht mit dem ersten Impuls hier reingehen. Auch wenn es natürlich verlockend ist, dann zu sagen, ja gut, komm, baller drauf, irgendwie mit dem ersten Tick. Kann natürlich schon sein, dass jetzt hier direkt was nachkommt um 9 Uhr und der direkt nochmal runterschiebt. Es ist möglich, aber ist halt eben auch keine Garantie. Das ist halt auch klar. Was wir auch schon oft gesehen haben, ist, dass der Markt halt, also jetzt hier der Ami-Markt vor allen Dingen, dass der halt morgens gehalten wird und bis zur Kasse und damit halt der eben dann nicht zu viel verrutscht und dass dann halt eben die Kasse dann halt nachher nochmal draufklopft, ne, auf den Kessel. Das hat man halt auch schon oft gesehen. Das kann natürlich sein, das weiß man aber nicht. Das wird man dann sehen, aber auf sowas dann halt eben. Ein Trade auf so einer Vermutung aufbauen ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt die wirklich tolle Idee. So, ich schalte mal kurz rüber aufs andere Bild. Mal gucken, dass hier alles richtig eingestellt ist. Ich gehe mal zuerst auf den DAX und gucken, ob das alles passt. So, hier auch nochmal der H1. So, jetzt haben wir 59, noch ein paar Sekunden. Also könnte schon sein, dass der direkt nochmal runterdrückt. Der M15 hängt hier halt auch in der letzten Abwärtsbewegung. Also kann sein, wenn man tot ist, mutig ist, kann man das natürlich machen. Muss man halt aber schnell sein dann im Zweifelsfall. Aber wie gesagt, ich halte mich jetzt erstmal kurz zurück, gucke mir wenigstens mal ein paar Sekunden an, was da passiert. So, also drückt jetzt zwar hier erstmal, versucht sich jetzt da halt nach oben halt zu retten. Wir hängen hier direkt an der VA. Also eigentlich kann man natürlich auch hier direkt, wenn man das möchte, lass mich jetzt mal eine Minute umgehen. Mal eine Minute. Und dann halt mal sehen.
Was ich sagen wollte, ist, man kann natürlich hier direkt Short aufmachen, ohne dass das natürlich jetzt eine Empfehlung ist. Aber weil er halt hier versucht, wieder in die VA, also in die Value Area reinzulaufen. Und ob das dann so funktioniert, das steht dann halt auf dem anderen Blatt. Also wenn dann halt eher im Zweifelsfalle halt dann halt hier im Rücklauf nach unten, aber bitte nicht nachmachen, ne? Weil ich habe natürlich auch noch Zeit genug den ganzen Tag, dass halt auch nochmal irgendwie zu korrigieren, wenn es nicht aufgeht. Also eigentlicher Punkt wäre natürlich hier direkt die VA, nicht unbedingt der Stop hier unten. Aber trotzdem kann es natürlich auch hier ein bisschen durchballern. Es ist gerade mal erst eine Minute um. Ne? Da kann natürlich jetzt noch alles Mögliche passieren. Genauso gut kann es jetzt sein, dass da ein Schlaumeier liegt, der sagt, ja komm, da sitzen dann so Leute wie der Hilger mit einem Shortstop und warten, das, was passiert. Und da hänge ich mich direkt mal dagegen und kaufe einen Tick tiefer. Und deswegen, das ist natürlich schon die Gefahr dabei. Und deswegen sage ich, da muss man halt im Zweifelsfall dann auch schnell sein. Nur weil wir haben jetzt hier erst, das ist jetzt einfach nur mal die erste Korrekturwelle hier im kleinen Timeframe, die an der Stelle kommt. Und mehr ist das noch gar nicht, was wir ja halt hier sehen. Ne? Also das heißt, von daher hat es natürlich auch relativ gute Chancen, dass die ganze Geschichte halt hier jetzt erstmal runterdrückt. Ne? So, wenn man nur scalpen will, kann man natürlich auch hier sagen, gut, ich nehme erstmal 5, 6 Punkte, weil dann hat man erstmal die ganz kurze Tendenz. Hat man dann erstmal eingetütet, kann man natürlich auch machen. Ne? Aber ich wäre dann halt eher, wir gucken, ob wir hier die 2-Minuten-Kerze mal voll kriegen. Und ob die dann auch da unten schließt. Ja, weil macht für meine Begriffe jetzt erstmal Sinn. Also das heißt, die vorherrschende Tendenz, die man jetzt erstmal hat, die erstmal einzufangen. Aber wie gesagt, es kann trotzdem sein, dass hier irgendein Schlaumeier sitzt, ne, der sagt, ja gut, dann nehme ich mir genau den. Weil das ist ja der offensichtlichste Punkt. Und damit muss man halt rechnen. Aber das wäre jetzt nicht unbedingt eine Strategie, an der ich mich anschließen würde, um dann jetzt halt das Beispiel Long da halt reinzugehen. Ne? Man kann halt auch direkt absichern und dann halt sagen, gut, kein Risiko. Entweder macht er jetzt hier den Impuls und ich bin dabei oder dann halt eben nicht. Ne? So, ich handle gerade tatsächlich den DAX, unglaublich. Aber gut, der bietet sich ja natürlich jetzt erstmal an, weil der hat ja halt auch ein relativ sauberes Bild ja da auch gemacht. So, und jetzt mal gucken, ob wir hier, ne, hier sieht man halt einfach nur diese 5 Minuten, die Bewegung, ob wir da jetzt drunter durchkommen. Dann halt hier nochmal das Low antesten von hier aus. Und dann hat man natürlich einen relativ entspannten Trade, weil dann kann man sich angucken, geht das da unten durch oder eben nicht. Und von daher ist das jetzt nichts wahnsinnig Kompliziertes. Ja. Aber wie gesagt, man kann ja auch scalpen und sagen, gut, 10 Punkte, weil in so einer Geschichte, wo man nicht weiß, ob da jetzt Ende ist oder nicht, kann man halt dann, wie gesagt, einfach immer wieder dagegen halten und dann halt jeden Rücklaufversuch versuchen, dann halt dagegen zu halten und auszubremsen, weil natürlich die Marktteilnehmer, die versuchen, das Ding hier runterzudrücken, die werden halt jeden Korrekturversuch unterbinden oder versuchen, es zu unterbinden. Ne? Und weil dann natürlich versucht wird, dann der Trend ja auch aufrecht. Dass natürlich versucht wird, den Trend aufrecht zu erhalten und da natürlich die Positionen, die da halt geplant sind, die dann halt so weit wie möglich halt durchzuprügeln, ohne Gefahr zu laufen, dass jetzt halt zum Beispiel halt irgendwie irgendwo eine potenzielle Trendumkehr ist und dass dann womöglich halt zu viele andere Positionen hinterherkommen. So, ne, so wahnsinnig viel passiert ist noch nicht, aber es sind jetzt erstmal ja, 20 Punkte, 18, 19. Und wie man den Stop dann halt hier zieht, also eigentlich gehört er jetzt, wenn man hier 5-Minuten-Takt handeln will, gehört er natürlich jetzt über die Highs halt hier drüber. Aber ich bin jetzt hier erstmal in 2 Minuten und gehe da jetzt mal relativ knapp hinterher erstmal. Das heißt, erstmal in den Hochs hier von den 2-Minuten-Kerzen und dann halt mal sehen, ob jetzt, weil das ist natürlich die plausibelste Stelle hier, das Low, da mal gucken, geht da noch was oder
fallen wir da durch, hält die ganze Geschichte oder nicht. Jetzt haben wir halt hier auch die grüne 971 nochmal. Da kann es jetzt natürlich auch sein, dass wir von hier aus rauflaufen, dann nochmal auf Anfang. Ne? Deswegen halte ich den jetzt hier erstmal relativ knapp. Also wer irgendwie auf 20 Punkte aus ist, der hat sie hier jetzt auf jeden Fall. Und die auch relativ gut geschossen wurden. Aber wie gesagt, ich gucke jetzt mal, ob wir da durchkommen und nochmal das Low rausnehmen oder nicht. Und wenn nicht, ist dann halt okay. Was man halt hier halt auch sieht auf der rechten Seite ist, den Daily habe ich dort, ne? Und dort hängen wir jetzt halt auch schon unter diesen nervigen Kerzen, die wir da hatten, unter dieser Range, hängen wir halt auch schon drunter. Das heißt jetzt nicht, dass wir in einem Rutsch jetzt von hier aus darunter gehen. Heißt aber für meine Begriffe schon, dass das Thema so nicht einfach erledigt ist und dass das schon noch ein paar Mal heute beackert werden wird. Wie gesagt, das sind jetzt erstmal nur die ersten 15 Minuten, die hier laufen. Das kann halt hier nochmal reagieren. Das kann noch eine Übertreibung sein, weil es natürlich sein kann, dass halt ein paar Marktteilnehmer an der Stelle sagen, ja, nee, nee, das ist hier für mich noch nicht erledigt, die ganze Geschichte. Und dass halt hier so eine gewisse Akkumulation eben stattfindet und Positionen aufgelöst werden. Das, wie gesagt, das ist aber reine Vermutung. Also damit will ich dann halt nur sagen, mich würde es jetzt nicht wundern, ne, wenn es jetzt nicht unbedingt um 9 Uhr direkt jetzt hier schon durchballert, sondern es halt irgendwie noch den halben Tag dauert. Ne. Und deswegen, also hier muss man, sollte man wirklich eng halten, die Geschichte. Ich glaube, das bringt nichts, hier irgendwie jetzt zu viel Luft zu geben. Zumal es jetzt auch hier darum geht, das Low halt auszutesten. Kommt dann noch ein neues oder nicht? Ne. Aber sieht jetzt gerade schon so ein bisschen aus, als würde jetzt nichts mehr daherkommen. Ich habe das Volumen gar nicht an sich. Das muss ich mal gleich machen, falls der Trade hier noch weiterläuft oder halt dann eben jetzt rausfliegt. Ja, okay. Also, das war's. Gut, also es waren doch schon mal 20 Punkte, das war doch okay. Moment. Genau, habe ich den hier drin? Ja. Ganz vergessen einzuschalten. So, das war doch schon mal ein netter Start, ne? Würde ich doch mal behaupten. Das würde ich doch jetzt mal so behaupten. Wo, so, ich gehe mal nochmal zurück aufs andere Bild. Mal hier aufs große Bild. So, also, ja, war ja dann halt irgendwie richtig, wie man sieht, jetzt hier erstmal den DAX anzupacken, weil der Dow hat sich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel bewegt. Der DAX tackert. Sprachfehler heute. Tackert jetzt hier an der 971 rum, also hier an der Supportzone. Das ist aber halt auch okay. Ne? Also der kann jetzt natürlich erstmal halt hier Rücklauf versuchen. Ich würde aber dann, wenn er es macht, dann eher halt nochmal hier oben direkt nochmal reingehen. Also oberhalb der 16.000. Und dann halt, ja, weil hier sieht man ja, also warum hat er hier reagiert? Sieht man auch hier jetzt, ne, das waren die Supports einfach. Die verkauften Supports hier auf dem nächsten Level. Und das war halt eben die 16.004. Ich habe gar nicht mal auf die Zahl geguckt, wo wir da gestanden sind, sondern habe ja nur gesehen, was er da halt macht. Und das heißt, eigentlich sollte das, es gibt jetzt eigentlich keinen Grund, warum die Stunde irgendwie grün auflösen sollte. Aber hat natürlich Grund genug, hier jetzt erstmal zu bremsen. Das ist halt okay. So, sollte er jetzt aber halt irgendwie nach oben laufen, würde ich da halt erstmal eher auf den Spike tippen, und dass wir dann da oben nochmal irgendwo abgeholt werden. Also hier in der Nähe von der blauen Zone oder knapp davor bei 16.040. Falls es da schnell hingeht, da sollte dort auch relativ schnell wieder ja, dann halt auch nochmal Gegenwehr kommen. So, aber das hier ist jetzt erstmal nur Gezuppel. Mehr ist das eigentlich nicht. Ich kann das hier auch mal kurz freigeben. Also das, was ich hier oben gezeichnet habe, wobei das kann ich mal kurz zu Ende führen. Ja, Timo hat gestern noch gemeint, oh, wenn wir im Live-Trading so einen Markt kriegen wie heute, also wie gestern, dann gute Nacht. Aber wie man sieht, das Chaos, was wir da gestern hatten, das
Hat sich ganz schnell aufgelöst gerade. Ist ja übrigens morgen, also für die, die es noch nicht wissen, wir sind morgen im Stereotrader Live Trading Day zugange. Geht morgen früh los ab 8:30 Uhr und ist den ganzen Tag über. Ist die ganze, habe ich das Insert noch hier drin? Ja, ne? Den ganzen Tag über. Live-Trading und zwischendurch nur ein bisschen Theorie, aber hauptsächlich live ums Thema Live-Trading geht es da halt morgen. Ich bin auch dabei, aber halt auch ein paar Kollegen, die das viel, viel, viel besser können als ich. Von daher freue ich mich natürlich, wenn ihr dann auch euch anmeldet und dazu kommt. So, ich brubbel hier vor mich hin, weil ich im Hintergrund gerade zeichne. Ich bin sofort wieder da. Und dann gebe ich das nämlich hier jetzt im Live-Chart auch mal frei. So, damit man das nochmal sieht und versteht, ne? So, das heißt, hier wäre dann meine Orientierung einfach an den Wellenpunkten. Ja, die muss er jetzt nicht genau erreichen, aber halt eben knapp drunter und dann halt versuchen, nochmal in die rote Richtung reinzukommen, ne? Und Long ist da momentan gar nichts. Also tatsächlich long wäre es für meine Begriffe sowieso erst, wenn wir tatsächlich bis hier oben nochmal hinlaufen würden, also 16.200. Eine Tendenz wäre vielleicht zu erkennen, wenn wir hier nochmal über blau, also über der 16.050 halt schließen. Aber bis dahin ist da erstmal alles nur Rauschen auf der Stelle und tendenziell erstmal Short. Ich denke mal, das ist aber halt auch relativ klar. Gibt es dafür einen Link? Ja, klar, logisch gibt es dafür einen Link. Nelson? Ich poste es rein. Ah, das ist super, Dankeschön. Also für die Anmeldung dann halt, ne? So, wir schieben jetzt hier unten weiter. Was haben wir? 19:15 gleich. So, mal gucken, vielleicht kriegen wir noch mal einen. Ich gucke mir das mal an. Weil er drückt hier wieder runter. Also man kann natürlich halt nochmal versuchen. Da jetzt hier das. Ja, jetzt bin ich ein bisschen langsam. Was haben wir? 16, 15. Quatsch, 9, 15. Ah, kann ich mal gucken. Vielleicht kommt man ja hier irgendwo im Rücklauf. Ah, okay. Nochmal rein. Und dann aber hier einfach schnell. Komm, geh runter. Nicht zurücklaufen. Nein. Ich muss den absichern, der ist zu knapp. Bin ich ein bisschen doof reingekommen. So, mit bisschen Glück kriegen wir jetzt halt hier einen Schub mit der M15 runter und sind dabei. Mit bisschen Pech liege ich mit 2 Punkten raus. Ja. So, zack, durchs Tief durch. Einfach mal eng dranbleiben und dann mal sehen, ob das weiter drückt. Ja, weil am Also Short am Low ist immer schwierig, weil es immer sein kann, dass es nur eine kurze Übertreibung ist und dann halt mit Highspeed quasi zurückläuft. Deswegen ist es wichtig, hier direkt mit der Absicherung hinterher zu gehen, damit man wirklich sicher ist, okay, das Ding fliegt mir nicht um die Ohren. Ne? Es gibt zwar vielleicht hier wieder nur ein paar Punkte, aber ist doch okay. Und weil ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich weiter durchdrückt, weil es ist schon oft so. Ne? Um 8 Uhr haben wir natürlich nicht das Volumen wie um 9 Uhr. Das hier war das Low von 8 Uhr. Da mal jetzt irgendwie 3 Punkte drunter und dann nochmal einen heftigen Rücklauf. Das wäre jetzt nichts wahnsinnig Außergewöhnliches. Deswegen bin ich da jetzt ganz knapp dran geblieben. Ne? Aber war doch nett. Aber wie gesagt, Short am Low, immer tricky. Immer tricky. Ne? Hier sieht man auch schon. Direkten Gap, das heißt genau das, was ich meinte. Es kann halt sein, dass jetzt hier die ganze Geschichte erstmal wieder komplett bis auf Anfang knallt in einer Minute. Ne? Das ist halt, es wäre jetzt schon nichts wahnsinnig außergewöhnlich. Und deswegen habe ich halt auch immer die Zeit im Auge, also 9:15 Uhr, weil das immer so der erste Impuls ist, wo man dann halt so ein bisschen mehr dann halt sieht und um genau das zu vermeiden. Ne? Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich jetzt schon raus im Minus. Ne? Aber so bin ich dann halt eben raus im Plus. Der Dirk und der DAX, die Liebe ist wieder da. Nee, 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 noch nicht. Ich bin da sehr, wie du siehst, sehr, sehr vorsichtig mit dem Kollegen hier. Ich traue dem nicht die Liebe.
Ja, es war eine langjährige Beziehung, ich weiß, man muss auch manchmal Entscheidungen treffen im Leben. Ja. Man muss auch mal Entscheidungen treffen. Nein, aber ich finde halt einfach, hier kann man jetzt auch nicht so wirklich viel verkehrt machen. Also, außer man baut jetzt hier irgendwie auf Long und sagt, oh, der kommt schon wieder und setzt da halt auf das Prinzip Hoffnung, dass es. Das ist, glaube ich, das, womit man sich hier viel versauen kann. Ne? Lutz schreibt auch gerade, der Dow hätte es nicht gebracht heute. Ja, das kann halt echt sein, ne? Weil der hängt, der hat auch schon seinen Peak erreicht. Also der DAX hat ja schon noch ein bisschen Luft. Ne? Das heißt, darauf gucke ich ja dann auch mal so ein bisschen so, wer hat noch Luft und wer ist irgendwie schon fertig? Weil der hat schon noch Luft hier unten bis zu dem Spike. Ne? Das wäre nochmal 920. Das sind halt nochmal 40 Punkte runter. Die kann der eigentlich ganz locker machen, ne? Und weil letzten Endes, ich meine, so ein Cluster wie hier, das hat ja jetzt erstmal nur, ich muss, es geht leider nicht anders, das hat ja erstmal nur den Effekt, okay, also von der Wirkungsumkehr, war Widerstand, ist gekauft, ist erstmal Support. Heißt aber nicht, dass es jetzt hier der krasse Wendepunkt ist, weil wir sind im Short Trade, im Short-Modus hier, ne? Und das heißt nur, wir kriegen hier Gegenwehr. So, und der Markt wird dann, weil er halt ja einfach nur mal im Short-Modus ist, wird er versuchen natürlich, das Ding hier wegzubügeln. Also das heißt, auf Hochdeutsch dann natürlich, im sauberen Trader-Hochdeutsch, weiß gar nicht, ob ich das kann, aber halt letzten Endes dann, er versucht ja nur hier das Low an der Stelle dann halt auch rauszunehmen. Ja, und weil hier drin verstecken sich ja auch wieder viele kleine Trends. Und deswegen ist es total, liegt es auf der Hand, dass wir da unten gleich mal vorbeischauen. Dann halt mal gucken, ob das nicht auch noch irgendwie geknackt werden kann. Und falls das passiert, dann gehen wir auch noch eine Etage tiefer. Also egal, wie grün die Zone hier ist, das spielt alles überhaupt gar keine Rolle. Und das heißt ja nur, wir haben Gegenwehr. So, und wenn das raus ist, dann auch noch, da würde ich eher tippen, also ich zeichne es hier mal ein. Da würde ich dann sogar eher tippen, also wenn wir hier auf die 920 kommen, dass wir da einen Spike reinkriegen, ja, und dann halt nochmal zurücklaufen hier rein. Das wäre so meine Vermutung, weil ansonsten die Falltür hier unten von 920, die geht runter bis, ja, bis ins nächste Cluster, nämlich nochmal 100 Punkte, ne? Und deswegen wäre hier ein Spike an der Stelle bei der 920 oder ab 925 so einmal kurz runter und dann Geschiebe. Das wäre so das, was halt eigentlich ziemlich normal wäre. Genau. Was, Trader Hochdeutsch? Ja. Keine Ahnung. Aber das ist ja, es gibt ja da so Begriffe, so die ich gar nicht beherrsche, die aber auch, weiß ich nicht, ob das so wichtig ist. Okay, so, ich gucke mal nochmal rüber auf den Dow, was der so treibt. Gucken, ob es da irgendwas Neues gibt. Nö. Und ich werde auch nochmal versuchen. Aber trotzdem kann man hier auch mal. Wieso sehe ich das denn auf dem anderen? Achso, ja, ist einfach nicht Platz genug. Okay. Das ist ein bisschen zu lang. Aber man sieht ja, er drückt ja halt hier die ganze Zeit immer weiter auf der Unterseite rum. Ne? Also das sollte schon so sein, dass wir da bis da unten hin noch laufen und dann halt mal sehen, was passiert. Kann man natürlich auch versuchen, jetzt irgendwie zu verfolgen. Immer wieder mit kleinen Positionen, aber wie gesagt, Short am Low. Darauf könnte man mal einen Reim machen. Fällt einem was ein? Was reimt denn auf Low? Oder Short am Tief? Geht meistens schief. Ja. Jetzt bist du warm, ne? Jetzt ist mir poetisch wird es jetzt. Was? Short am Low ist ein Griff ins Klo. Ja, oder so. Ich kriege hier gerade, Short am Low ist ein No-Go. Ja. Hat er ja gesehen, es funktioniert ja. Ne? Ich habe es jetzt zweimal gemacht. Oder beziehungsweise einmal. Also es ist halt nur, Short am Low macht keinen froh. Oder macht selten froh. Ja, genau. Hier kommen viele schöne Vorschläge. Heute mal die Poetenrunde. Ist doch nett. Kann man aber machen. Short am Low macht selten froh. Hoffentlich sind wir hier nicht Club der toten Dichter immer. Ja, noch leben wir.
Short am Loh macht andere froh. Ja, das ist auch gut. Das stimmt. Der Norbert H., nicht der Norbert G. Ja, aber ich meine, wo ist das Loh? Natürlich. Ich meine, am letzten Loh natürlich. Das ist ja klar. Ne? Fragt der Lutz. Also hier im DAO. So, gucken wir da nochmal kurz. Ich versuche mal hier das. Ich muss mal eine Nummer größer hier gehen. Also, das ist ohnehin auch ein Aspekt, den ich immer ganz wichtig finde. Wenn es ruppig wird, Daily aufmachen und dann gucken, was da los ist. Dann hilft kein Stundenchart mehr. Und manchmal hilft auch der Daily nicht mehr. So, hier sieht man doch auch schon, wo es da nämlich klemmt, ne, und wo das halt herkommt. Also, es ist natürlich jetzt hier auch einfach ein Ding, was im Live-Chart halt schon drin ist. Hier haben wir eigentlich genau das gleiche Prinzip im Daily gerade. Ne? Das heißt also hier massiv Widerstand, ging nicht mehr drüber, wurde dann gekauft und ist dann halt jetzt hier logischerweise erstmal der Support. Muss aber auch nicht halten. Ne? Klar, bin ohnehin der Meinung, dass die ganze Geschichte nicht hält, dass die halt einfach nur zäh nach unten gekloppt wird. Und weil ich bin ja die ganze Zeit schon auf dem Short-Trip, ja schon hier von da oben an ja schon. Und weil man halt einfach sehen konnte, dass die Tendenz schon halt nach unten geht. Wir hatten auch hier einen sauberen Short-Trend im H1 und der sich jetzt ja eben halt auch hier auflöst. Eine Nummer größer, auch im Daily habe ich halt gesagt, diese Kerze, ne? Also die hier vom Freitag, da sieht man ja, das ist ja schon eine Ansage. Das heißt, hier vorher haben wir halt so ein Geschrabbel hin und her, aber selbst die konnte man gut einfangen. Und das kann man in meinem Blog ja auch alles nachlesen, womit ich da halt auch gerechnet habe. Genauso hier mit dem Hoch. Total super zu fangen eigentlich. Aber hat hier, wie gesagt, diese Kerze, der Freitag. Und da sieht man ja deutlich, dass halt selbst die Versuche, hier das Ding zurückzukaufen, halt hier kläglich gescheitert sind in der Markt, weil er halt auch hier unten geschlossen hat, unter dem Donnerstag. Das ist ja schon eine Ansage. Dann sieht man auch hier SMA 20, ja. Also ich bin jetzt nicht der große SMA-Händler, aber der macht halt die Biege, der dreht sich halt gerade. Und wenn man da halt im Chart mal auf die Suche geht, wo dreht sich der, wenn der sich erstmal dreht, dann wird er nicht einfach nochmal zurückgetreten, rennt dann nach oben. Also mal davon ganz abgesehen, ja. Dann haben wir hier halt auch Verkauf des Supports jetzt einfach deutlich, ja. Ach hier, guck, was macht der DAX? Gerade gesagt, ne, 925. Da sollte der schon noch hin. Und da sind wir jetzt auch. Und wie gesagt, hier kann jetzt wirklich ein Spike kommen. Tja, guck. Drückt durch. Genau wie erwartet. Und dann jetzt mal gucken, was dann jetzt halt passiert. Ob er wirklich hier dann durchfällt und da unten schließt. Da glaube ich noch nicht so ganz dran, sondern wie gesagt, ich rechne eher damit, dass er einmal hier schießen und dann halt hier nachher in der grünen Zone rumzappeln. Aber sind ja dann erstmal da. Von daher hat das ja auch jetzt erstmal gepasst, auch wenn ich den jetzt nicht gehandelt habe, aber es ist doch, ist aber glaube ich auch okay. So, also wie gesagt, hier tanzen wir jetzt, aber mitten im frisch kommenden Short-Trend, ne, weil auch hier das Low ist schon weg jetzt erstmal. Und das ist jetzt erstmal Support, und dann nennen wir es Knautschzone, ja, das heißt eine Bremse erstmal an der Stelle. Und deswegen. Ja, bremst es halt eben dann auch hier. Und das heißt aber nicht, dass die ganze Geschichte halten muss. Weil er hat natürlich genauso das Problem, da jetzt halt hier dieser Support auch dabei ist, rausgenommen zu werden. Das heißt, wenn wir heute Abend hier drunter irgendwo schließen, da gehen halt hier auch die Falltüren, die gehen halt einfach auf. Und zwar halt bis, kann man ja mal gucken, wo ist denn da überhaupt das nächste, was da kommt, wenn man jetzt hier mal links weiter guckt. Da sind wir hier auch, ne, bei 34.800 und irgendwas, ne? Wo überhaupt halt hier, wo man ja auch sieht, einfach mal ein bisschen was ist, womit man halt überhaupt rechnen kann im Daily. Und deswegen ist es halt risky, halt hier auch irgendwo versuchen, irgendwo Long zu finden. Und ich würde da halt tendenziell immer eher drauf bauen, dann halt auf die Richtung, die gerade vorherrscht, die gerade versucht wird, dann ja auch zu etablieren, weil man sieht es ja deutlich einfach, ne? Und nicht irgendwie dann halt zu denken, ja, beide Dip, da ist kein Dip. Ja. Also ich sehe da einfach keinen. Und der sollte auch hier so nicht kommen. Also wird mich doch sehr erstaunen.
Und auch im Weekly, also wo ich ja gerade gesagt habe, wenn der Daily nicht reicht, dann macht den Weekly auf. Selbst da sieht man, ne? Also hier dieses Gap, was ich ja die letzten Tage auch immer thematisiert habe. Ja, hier dieses kleine Gap, hier im Weekly quasi schon jetzt in der natürlich noch nicht fertigen Kerze schon von unten angeguckt. Und auch da, ne, wenn man sich da mal die Lows raussucht, dann sind wir ja schon bei 33,5. Ne? Also will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen, ja, aber das sollte trotzdem erstmal halt korrigieren, ne, bevor man da irgendwie glaubt, man kann jetzt hier irgendwie günstig einsteigen. Ne? Weil ich lese ja auch immer so ein bisschen in anderen Gruppen mit und da sind halt auch so ein paar Schlaumeier ja manchmal, ne, wo es dann halt irgendwie auch die Frage war, so, ja, hier, ach ja, kann man kaufen, ja. Und ich denke so, Leute, einfach mal genau hingucken. Und so einfach geht das nicht, ne? Aber der Markt oder die Leute sind natürlich auch verwöhnt, weil in letzter Zeit konnte man ja irgendwie alles Mögliche immer wieder kaufen, aber irgendwann halt eben auch nicht mehr. Und wenn das da mal losrennt, und dann kann es halt einfach sein, dass man mal massiv überfahren wird und dann steht man ganz schön blöd da mit seinem Long. Wo man sich dann wundert, wenn man denkt, ja, das ist doch sonst immer gekauft worden. Ja, aber irgendwann dann halt eben nicht mehr. No. Und das heißt, wenn würde der Weekly jetzt als Beispiel, würde der jetzt halt in dieser Welle oder in diesen Wellenbewegungen, die wir hier sehen, weiterlaufen, um hier wirklich mal das Bild ein bisschen größer mal zu zeichnen. Wenn man sich das mal so anguckt, ja, ich meine, die Farbe ist jetzt falsch, weil es ist ein Longtrend, ganz klar. Also bitte von der Farbe jetzt wirklich nicht irritieren lassen. Es ist ein Longtrend, aber nur damit man halt mal sieht. Oder halt, na gut, der letzte wird jetzt hier unten nicht ganz stimmen, aber egal. Ne, ist ein klarer Longtrend. Aber wo fängt der denn an? Selbst wenn man jetzt mal hingeht und sagt, na gut, ich bin ja eher so der Diagonalhändler, da bin ich ja gar nicht, ja. Aber nichtsdestotrotz, dann stehen wir halt hier auch bei 34.100 und irgendwas, ja. Also Tendenz rauf ist anders, ne? Also wie gesagt, selbst von dem Aspekt her, eher Short als Long erstmal und auch so schnell erstmal nicht anders. Und Turnaround Tuesday nach oben wird das heute wohl keiner werden. Behaupte ich mal. So, also, ne, wie gesagt, deswegen das große Bild auspacken, wenn es im Kleinen ruppig wird, das bringt einen meistens weiter. Damit man eben versteht, wo ist dann die nächste Anlaufstelle. Weil wenn der jetzt hier runter drücken sollte, und hier dieser Bereich, die 460 nicht hält, ja, weil da sind wir ja gerade irgendwie dran, schon das rauszunehmen. Wenn der nicht hält, wo ist die nächste Bremse? Ja. Und da muss man halt einfach gucken, wo ist denn da überhaupt irgendwo ein Halt auf der Unterseite? Und wie gesagt, vor 34.800 wird es da echt mau. Oder vielleicht noch hier bei 35.000. 100, also nochmal irgendwie 400 Punkte runter. Ich glaube, vorher braucht man sich ja nicht so viel Gedanken zu machen, wenn es hier erstmal durchgeknallt ist. Ne? Und nicht dann halt, weil das machen dann, macht man dann auch gerne mal falsch, dass man dann halt irgendwie im kleinen Timeframe dann rumstochert und denkt, ja, vielleicht die, ja, vielleicht die, ja, vielleicht die und versteht aber dann das Bild nicht. Ne? Ne, weil hier sieht man ja auch, sieht man jetzt ja schön. Er versucht sich jetzt hier durchzudrücken. Sogar der DAX, bin ich jetzt gerade ein bisschen erstaunt, dass der überhaupt, obwohl, ne, mal abwarten. Ich habe ja gesagt, hier vielleicht ein Spike. Das heißt, wir können jetzt auch noch um 9:30 Uhr drehen und dann halt hier wieder drin stranden. Wir können aber auch einfach durchfallen. Es ist ja gerade erstmal eine halbe Stunde um. Ja, und das ist halt das. Ne? Der Markus schreibt ja auch gerade. Ja, zack, bäm, guckst du das einer an. Ja. Guck sich das einer an. Das kann richtig wegballern nach unten, die ganze Geschichte. Also jetzt ein bisschen schade natürlich, jetzt, dass ich da jetzt nicht mehr drin bin, aber trotzdem, zwei Trades und 40 Punkte hier ist trotzdem okay. Weil ich muss ja auch ein bisschen was erklären hier zwischendurch. Oder glaube ich zumindest. Ja, aber auch das kann immer noch als Spike enden, aber dann. Das ist natürlich hier ziemlich ruppig, was halt hier gerade abläuft, aber ist okay. Ist nichtsdestotrotz absolut in Ordnung. So, und Dow hier auch Unterseite, ne? Weil klar, der Shorttrend versucht, den Support wegzunehmen. Deswegen
Wenn wir nochmal sagen, die Zone ist grün, damit man erkennt, wo es Gegenwehr gibt, die ist aber nicht grün, damit man da long reingeht und in der Annahme, dass der Markt ab hier komplett nach oben dreht. Ne? Also es ist auch kein irgendwie Fehler oder so im Live-Chart oder von meiner Analyse oder was auch immer. Das ist schon richtig und das ist auch okay, dass die verkauft wird. Ne? Absolut. So, also, hier schreibt noch gerade einer WTI, ja, ich kann den hier nicht so einfach aufmachen, ohne mir hier meine Darstellung halt zu versauen. Nasdaq, ja, habe ich natürlich auch nicht auf dem Schirm, aber klar, es ist natürlich nicht verwunderlich, dass das halt dann alles korreliert und jetzt alles erstmal nach unten drückt. Ne? So, aber man darf halt auch nicht vergessen, wir haben noch morgens, die Amis sind noch nicht wirklich da. Und das kann heute Mittag noch ganz schön ordentlich hin und her gehen. Ne? Das kann natürlich schon sein. Also wenn der Dow jetzt quasi jetzt als Beispiel hier unter die 35.000 fallen sollte, heute Morgen schon, ja, dann kann es natürlich sein, dass wir heute Nachmittag erstmal einen Rücklauf kriegen von irgendwie 600 Punkte am Stück. Also das klingt jetzt alles erstmal ein bisschen abenteuerlich, ja, aber ich habe schon Märkte gesehen, wo man so gedacht hat, das kann alles gar nicht wahr sein, ja. Also wo es dann innerhalb von 30 Minuten 1000 Punkte raufging. Also wo man dann, das sitzt, da fällt einem die Kinnlade runter. Und zwar nicht im Crash, ja, sondern eigentlich im ganz normalen Markt. Ja. Und weil, was soll ich sagen? Also ich meine, selbst wenn ihr halt irgendwo was Größeres anbahnen sollte, irgendwo fängt es halt an, ne? Und dann passieren solche Sachen und dann denkt man nur so, was ist denn da los? Und habe ich irgendwie was verpasst? Geht die Welt unter? Von daher, das kann halt passieren. Gut, also ich werde jetzt hier wohl auch nicht mehr reinkommen. Ich kann mal hier rüberschalten, mal gucken, ob sich da noch irgendwo was bietet. Aber es ist natürlich hier schwer, ne? Das war jetzt halt hier gerade auch um 9:30 Uhr, das ist so der Klassiker oder die Knoppers-Fraktion, ne, 9:30 Uhr in Deutschland. Und das ging jetzt halt auch ein bisschen schnell hier runter. Und da kann es natürlich jetzt auch sein, dass da halt erstmal der erste Marktteilnehmer da jetzt erstmal fertig ist und dass halt jetzt hier die Abschlussbewegung erstmal war. Ne? Es kann sein, es kann immer noch als Spike enden, die ganze Geschichte hier und immer noch da oben drin enden. Aber wie gesagt, ich will auf keinen Fall irgendjemand hier zu long verleiten. Eher zur Vorsicht mahnen. Ne? Wie man hier auch sieht, Daily, SMA 20, das ist total egal gerade. Ne? Also, und der, vor allen Dingen, der biegt sich auch nach unten bis morgen, wenn das Ding hier unten irgendwo stehen bleibt oder sogar noch tiefer geht. So, also wie gesagt, hier komme ich jetzt erstmal nicht mehr rein. Und da müsste ich jetzt hier noch 10 Minuten Monolog machen. Und aber ich glaube, man versteht es ja auch. Also wenn noch irgendwie einer, wenn ich noch irgendeinem irgendwas helfen kann hier von der Betrachtung, gerne fragen. Ansonsten würde ich nämlich jetzt hier tatsächlich als nächstes die Geschichte erstmal dicht machen. Nö, Nelson. Ja, also Ja. war ja auch wieder gut Bewegung drin. Ja, waren noch zwei nette Trades. Also von daher, gut, den Definitiv. schönsten haben wir jetzt aber nicht, aber es ist ja, wie gesagt, jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Und da jetzt halt jeden Einzelnen halt mitzunehmen. Aber ich muss ja immer, ich versuche ja, wie gesagt, hier immer einen Mix hinzukriegen aus Live-Trades und eben aus der Erklärung von dem, was da passiert. Und das ist für mich heute, bin ich da eigentlich ganz zufrieden. Ja. Dass das halt so funktioniert hat. Habe ich so gefragt, ob ich hier sowas wie Langzeitportfolio habe. Ja, nicht wirklich, ne? Also, das ist aber auch nicht so wirklich meine Baustelle, weil ich ja halt hier immer eher im Scalping unterwegs bin. Was ich schon mal mache, ist halt irgendwie dann jetzt irgendwie größere Geschichten dann halt irgendwie auf mehreren Konten dann halt als Beispiel zu verteilen. Also ich bin halt wirklich im DAU seit, ich weiß gar nicht, seit wann läuft das Ding von da oben runter. Ich habe da wirklich
auf einem anderen Konto noch, das halt genau das Hoch erwischt und der ist halt noch drin und dann auf dem zweiten dann halt irgendwie den Rücklauf danach. Und sowas versuche ich dann schon mal länger laufen zu lassen. Oder halt eben auch letzte Woche habe ich halt auch noch den Freitag nochmal separat gemacht, einfach auch dann nur mit irgendwie einer größeren Position. Und da tatsächlich irgendwo morgens um, weiß ich nicht, 8 Uhr eingezahlt und nachmittags um 14 Uhr wieder ausgezahlt. Und einfach sowas mache ich dann halt eher schon mal. Das liegt mir halt einfach besser, als irgendwie so Langzeitgeschichten. Das ist, bin ich, da gibt es Leute, die können das besser. Sollte ich aber auch mal tatsächlich machen, das ist schon richtig. Von einem Add-on, also das Live-Chart-Add-on, also falls das gemeint ist, hier unten, wo man sich die Levels ja halt in den Chart projizieren kann, das gibt es in meinem Blog, gehört das zum Blog halt dazu. Und das ist einfach auf dirkhilger.de. Ich kann das ja hier mal kurz reinschreiben. Der Nelson hat nichts dagegen, oder Nelson? Ist das okay? Na, da kann man sich das ja dann halt mal angucken. Also es ist halt einfach, wo ich jeden Morgen mein Blog, meine Sichtweise auf den Markt und dann halt eben solche Levels, wie ich sie halt hier auch zeige, die gibt es dann halt im Live-Chart. Dann würdest du einen Short am Vorbörsentief DAX bei. Achso, also das heißt jetzt hier im Rücklauf, ne? Und ich gehe mal kurz hier rüber. Also, wo haben wir den denn, ne? Also hier oben war das ja quasi, ne? Also hier oben müsste das 8 Uhr tief sein. Ne? Da fragt nämlich gerade jemand, würde ich dort Short gehen? Ja, also erstmal spricht da nichts dagegen, sondern sogar viel dafür, ne? Weil es halt eben Support war, zweimal und dann halt hier mit Wumms verkauft. Und es ist die Value Area Low, das heißt also dort die Unterseite von 70% dessen, was heute im Future gehandelt wurde, sieht man ja hier. Klar. Also wenn er da hinkommen sollte, wäre das natürlich auf jeden Fall ein Short-Kandidat, den man auch relativ gut absichern kann. Aber da braucht man ja eigentlich nur zu gucken, so wo ist es die nächste Stelle, wo halt ein bisschen Volumen ist. Und wobei das natürlich jetzt hier schon so ein Klumpen ist, aber im schlimmsten Fall wäre dann halt das hier oben halt abzusichern, glaube ich aber eher nicht. Denke halt eher, dass das hier reicht, ne? Also hier diese Gegenbewegung, die er halt nicht geschafft hat. Und also so bis dahin, da sollte er nicht drüber kommen, sodass man halt hier dann quasi einen möglichen Short Entry hätte. Ja, das wäre, aber wie weiterkommen, das steht natürlich dann klar auf dem anderen Blatt. Aber grundsätzlich spricht da relativ wenig dagegen, das nicht zu tun. Und weil, also das ist ja halt eigentlich auch typisch, also zumindest mal im DAO, dass so ein Re-Entry in die Value Area, dass man da eigentlich immer relativ stressfrei dagegen halten kann und da halt auch ein paar Punkte Rücklauf dann durchaus halt auch bekommt. Aber hier haben wir wirklich halt, also zumindest schon mal zwei Argumente, die dafür sprechen, dass das funktioniert. Da kann man mal gucken, ob man noch ein drittes findet. Also ist hier die 15-Minuten-Bewegung zum Beispiel. So auf den ersten Blick. Mal gucken, fängt die an. 9,5, ja, fängt ja genau auch da an. Ne? Das heißt, also, wäre auch hier die Eröffnung für die letzten 15 Minuten. Liegt auch da oben. Das wäre dann schon so das dritte Argument. Und womöglich gibt es da noch ein anderes. Hier mal irgendwie gucken. Ne, da jetzt erstmal nicht. Mit FIBO ist Intraday erstmal uninteressant. Aber es sind zumindest schon mal drei Argumente, die dafür sprechen, dass man da halt ein paar Punkte kriegt. Ne? Aber wie gesagt, trotzdem, was ich halt wirklich immer noch so ein bisschen im Hinterkopf habe, ist das, was ich vorhin meinte zu dem Spike hier. Ne? Also ich habe ja gesagt, es gibt für meine Begriffe höchstwahrscheinlich einen Spike. Kann man ja gerade mal gucken, wie das jetzt aussieht, der hier durchgeht. Also durch die 920.
Und dann halt nochmal zurückversucht in die Zone. Das ist jetzt natürlich ein bisschen länger, als ich dachte. Gut, sind 40 Punkte, ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Aber dass das erstmal hält, also dass das hier, beziehungsweise umgekehrt, dass das erstmal fliegt, und deswegen habe ich den Spike ja beschrieben, dass das erstmal fliegt hier an der Stelle und dann aber nicht am Stück durchfällt, weil der Weg einfach eine Nummer zu lang ist, um das in einem Rutsch zu machen. Und deswegen meinte ich ja eben, ich glaube eher, wir kriegen hier einen Spike, der halt eben da reinsticht und dann halt hier oben irgendwo sich einpendelt. Ne? Das heißt, kann auch genauso gut sein, dass wir jetzt uns hier, das heißt, dass er hierhin zurückläuft und dort halt dann erstmal auf der Seite läuft. Kann auch sein. Ne? Ja, also dann fragt der Christopher hier noch, gestern habe ich erfahren, dass viele Shortseller sich positioniert haben. Schaust du darauf? Nein, überhaupt nicht. Das ist gar nicht. Also ich habe mal irgendwie eine Zeit lang irgendwie mal das Sentiment angeguckt, mache ich ja mittlerweile tatsächlich gar nicht mehr. Weil das so, das ist einfach viel zu viele Informationen, ne? Und man weiß ja auch nicht, sind die Long-Term oder Short-Term positioniert, wie lange sind die positioniert, wo fliegen die raus? Das ist halt das Problem einfach dabei, ne? Und ich glaube mal halt, im Scalping ist es sowieso komplett egal. Ne? Weil da kann es ja trotzdem sein, dass ich dann halt eben 20 Punkte, 30 Punkte oder dann in irgendeine Richtung mitkriege. Und außer ich will halt was Größeres, dann kann man vielleicht drauf gucken, aber wie gesagt, also ich mache es tatsächlich nicht. Okay. So, ihr Lieben, dann würde ich mal sagen, ich mache mal hier den Deckel drauf an der Stelle. Und ja, bin da, wie gesagt, eigentlich ganz happy mit dem, wie das jetzt gelaufen ist. Und vor allen Dingen, wie gesagt, der Mix aus Erklären und Handeln, das war halt für meine Begriffe. War das okay? Damit bin ich ganz zufrieden. Also, wie gesagt, wer morgen mag, ab 8:30 Uhr geht's los mit diversen Kollegen von meiner Seite, die das alles viel, 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 viel besser können als ich und die auch durchaus mehr Bühne haben werden als ich. Ich werde mich da eher ein bisschen zurückhalten, bin aber nichtsdestotrotz dabei. Moderiert wird das Ganze vom Andreas Bernstein und wie gesagt, man kann sich anmelden. Der Nelson hat ja vorhin den Link gepostet und FX Flat ist ja auch entsprechend vertreten, deswegen hat der Nelson das auch gemacht, netterweise. Und nein, würde ich mich auf jeden Fall freuen, weil es unsere erste eigene Veranstaltung ist mit dem Stereo Trailer. Und wenn ihr da Lust habt, da morgen dabei zu sein. Gut, also, ich sage nochmal herzlichen Dank fürs Vorbeischauen. War ja echt recht gut besucht heute und auch viel Input. Und ich sag mal, bis morgen und ansonsten dann halt hier demnächst wieder bei mit FX Flat in 2 Wochen, ne? NFP. Nächste Woche ist das, glaube ich, ne? Genau. Alright, Ja, sehr gut. gut. Wir sind auch zufrieden mit dir und dem Ja, danke. Markt. Vielen Dank, lieber Dirk, für das Webinar heute und natürlich morgen viel Spaß und viel Erfolg. Sollten Sie auf jeden Fall die Veranstaltung besuchen morgen. Und natürlich ein riesen Dankeschön, dass Sie heute live dabei waren und Sie auch hier im Chat viel Input gegeben haben. So macht es Spaß und ich wünsche noch einen erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Woche. Wobei nicht vergessen, Amerika diese Woche Feiertag. Und dementsprechend würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche dabei sind, NFP Freitag, 14:15 Uhr. Also bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.